Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier im Appalachia Unterkunftszentrum, im Unterkunftszentrum von Appalachia. Willkommen beim Terminal Hub, heißt es da, des Unterkunftszentrums. Tja, hier bin ich. Ich war gerade mal eine Woche aus dem verdammten Vault raus und stehe schon wieder vor der Tür. Es ist mir nicht ganz geheuer zu wissen, dass er da ist. Aber wenn ich wieder reingehe, macht es sich bezahlt, eine Basis zu haben, die ganz in der Nähe liegt. Ich dachte, das wäre eine Art Vault-Tech-Kontrollzentrum, um uns in 51 zu beobachten. Tja, da habe ich mich wohl geirrt. Das ist irgend so ein blödes Immobilienprojekt mit dem nervigsten Marketing-Bot aller Zeiten. Aber klar, dass ich wieder mal mit einem Bot festsitze. Nachdem dieses Terminal jetzt wieder funktioniert, habe ich wohl keine Ausreden mehr zu versuchen, mich in dem Netzwerk von 51 zu verbinden. Oh, wird schon schief gehen. Protokolleintrag 2. Wie sich herausgestellt hat, ist das Netzwerk von 51 mit irgendeiner irren Firewall geschützt, an der ich nicht vorbeikomme. Das war wohl zu erwarten. Trotzdem gelange ich über das Netzwerk wohl am ehesten wieder rein. Ich weiß aus Erfahrung, dass es durch die Mauern keinen Weg nach draußen gibt. Ich kann es einfach nur immer wieder versuchen. Der Marketing-Bot ist vielleicht nützlich. Eventuell kriege ich über sein internes Netzwerk Kontakt zu 51. Ich muss das schnell erledigen und dann verdammt nochmal weitermachen. Zu wissen, dass 51 gleich da draußen ist, raubt mir den Schlaf. Da kreisen ständig die Gedanken. Protokolleintrag 3. Heute habe ich draußen gesessen und mir Vault 51 eine lange Zeit angeschaut. Ich schätze, es waren Stunden. Zeit hat mittlerweile keine große Bedeutung mehr. Von hier sieht er erstaunlich friedlich aus. Ich würde fast sogar sagen, schön. Mit meinen Hacking-Versuchen hatte ich bisher keinen Erfolg. Das Netzwerk von 51 ist gut abgesichert. Ich frage mich, ob irgendwelche der Nachrichten, die wir verschickt haben, überhaupt je nach draußen gelangt sind. Ich habe endlich genügend Materialien gesammelt, um mich intensiv mit dem Terminal beschäftigen zu können. Mr. Clark war total empört darüber, dass ich an einem geheimen Netzwerk rumfusche, aber aufhalten kann er mich nicht. Ich will das einfach nur zu Ende bringen. Protokolleintrag 4. Tja, es hat funktioniert. Vor ein paar Tagen bin ich in das Netzwerk von 51 gelangt. Ich wünschte, ich wäre erleichtert, aber die Nachricht, die ich erhalten habe, hat mich nervös gemacht. Es war nicht alles automatisiert. Seitdem konnte ich keinen Schlaf mehr finden. Nanu? Protokolleintrag Nummer 5. Mr. Clark beschwert sich über Speicherprobleme, seit ich die Nachricht aus dem Netzwerk von 51 erhalten habe. Seine Sprachmuster haben sich auch verändert. Zuerst dachte ich, seine Hardware wäre einfach nur hinüber, aber dann nannte er mich Kandidat statt Mr. Jill. Ich habe das Gefühl, als wäre Zax hier bei mir. Das ist wieder wie in 51. Vielleicht war die ganze Sache ein Fehler. Ich brauche einen verdammten Drink. Die Häuser in der Nähe wurden alle ausgeräumt, aber vielleicht kann ich in einer der Städte irgendwas finden. Ich benötige sowieso mehr Baumaterial. Ich könnte hier ein paar Geschütztürme gebrauchen, nur für alle Fälle. Nicht zuletzt ist es eine Ausrede, um aus dem Schatten von 51 zu treten. Ach so. Na, wer weiß, ob da an der ganzen Sache, die ich mir schon wieder vorstelle, überhaupt was dran ist. Kann ja sein, dass das Ganze nur so eine Einleitung ist für das Abenteuer in Vault 51. Jedenfalls
endet unser Abenteuer um den mysteriösen verstorbenen Leichnam endet hier. Gegenstände verwerten. Was hätten wir denn da? Eine 10mm Pistole. Die kann weg. Ein Beil. Das kann weg. Eine Bierflasche. Moment, warum machen wir das denn so? Das machen wir ein bisschen anders. Die Waffen erstmal. Das Kampfmesser behalten wir. Das könnten wir noch gebrauchen. Stufe 50 Sturmgewehr. Sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Weil ich glaube, unsere ganzen Waffen, die wir hier selber gebaut haben, wo sind sie eigentlich? Ja, die sind Stufe 45. Stufe 50. Ja, ich bin nicht ganz sicher, also ob das dann so viel besser ist. Was verschießt es? 5, 56, dann müssen wir noch mehr Munition mit uns rumtragen. Das ist wieder ein anderes Kaliber. Das Impro-Gewehr, Stufe 50. Ja, das wäre Kaliber 38. Das wäre super. Stufe 50, wenn das was kann. Dann, oh, Moment mal, das Kampfmesser gezackt hier. Das ist besser als unseres. Dann verwerten wir mal unseres. Behalten das Gezackte, dann haben wir auch immer eins dabei. Ja, eine doppelläufige Schrotflinte wollten wir sowieso auch haben. Stufe 45. Ein Kampfgewehr, ein kurzes. Auch Stufe 50. Ach, der Schaden steht unten nochmal. Jo. War nicht so viel Schaden jetzt, oder? Kurzläufige 44er. Nochmal andere Munition brauchen wir nicht. Handgefertigt, hey, das sieht doch interessant aus. Handgefertigt mit Zielfernrohr, Schaden 45. Das könnten wir theoretisch auch mal ausprobieren und praktisch auch. Haben wir denn hier irgendetwas gesammelt? Immer noch die Gasmasken. Jetzt ist ein Militärbarett in der letzten oder vorletzten Folge noch dazugekommen. Hilfsmittel, wir können den gesamten Schrott mal verwerten. Da bekommen wir zwei Glas und Stahl raus. Nein, Glas und Stahl wird verwertet, oder? Wie auch immer. So. Was ist denn hier? Warum zeigt das Mannequin hier? Hierhin. Wir sollten diese Einladungen mal annehmen. Ich denke nach wie vor, dass irgendjemand dafür Punkte bekommt, wenn er das macht, die Leute einlädt. Ja, unser Ziel ist ja jetzt erstmal erledigt. Wir haben das ja jetzt erstmal abgeschlossen. Ich denke, unser neues Ziel wird es jetzt sein, eben zum Camp zurückzulaufen und dann mal zu gucken, ob wir da tatsächlich eine Luke bauen können, hier zu den Unterkünften, und ob wir dann tatsächlich unterirdisch bauen können, sogar ohne Schwerkraft. Wie es da so schön hieß. Ja, mitnehmen können wir hier leider nichts mehr. Das Radio aktivieren, deaktivieren. So. Schlafsack ausruhen. Ich denke mal, dann gehen wir mal zu unserem Grundstück, wenn man das so sagen kann. Und gucken, was wir hier mitmachen können. Oh, unser Ziel ist doch draußen. Naja, sonstiges. Ah, können wir hier vielleicht irgendetwas noch herstellen? Waffenwerkbank? Nee. Irgendeine besondere Waffe oder sowas herstellen? Oh, ich weiß ja nicht. Vielleicht. Wir sind auf Stufe 80. Das sind 30 Unterschied. Naja, was können wir denn herstellen? Impro-Waffen. Aber das wären ja alles Stufe 1, sehe ich. Gegenstandsstatistiken Stufe 1. Ach, und die Armbrust ist auch Stufe 15 nur. Wie haben wir denn die Armbrust Stufe 45 dann bekommen? Das hier wäre Stufe 35 schon mal, aber sowas will ich eigentlich, sowas Schweres, Klobiges möchte ich nicht mit mir rumschleppen. Das hier auch nicht, schon mal gar nicht. Nein, also irgendwie können wir gar keine besseren Waffen herstellen, aber warum nicht?
Ich dachte, wir sind auf Stufe 80, dann müssen wir doch jetzt Stufe 80 Waffen herstellen können, oder nicht? Aber das scheint anders zu laufen hier mit den Stufen. Ich werde noch dahinter kommen. Im Moment weiß ich nicht, wie das geht und vielleicht wisst ihr das. Und dann lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Also auf zurück. Wir können ja mal anklopfen am Vault 51, aber ich habe es jetzt nicht so drauf abgesehen, in einen Vault zu gucken. Also ich bin im Gegenteil. Ich bin froh, dass ich draußen rumlaufen darf. Mal gucken, ob wir theoretisch überhaupt reinkommen würden. Die Öffnung ist doch meist irgendwo anders, der Öffnungsmechanismus. Von außen. Viele Voltec-Sachen. Oh, ich dachte vielleicht in diesem Hänger ausnahmsweise mal was Neues. Vault-Bewohner. Wer hätte das gedacht? Ach, dann gehen wir doch mal. Aber nur ganz kurz, einmal kurz reingucken. Mal gucken, was für verrückte Experimente die da drin gemacht haben. Vogelgezwitscher. Na, raus kämen wir auf jeden Fall. Oh, und noch verschweißt hier so ein Original Vault 51 Anzug. Bauplan und hier ist noch so ein interessantes Gerät. Rachel Shields am 3.6.2078. Kurz nachdem es losging, huh? Ein Jahr danach. Wir sind jetzt schon seit 3 Monaten hier und nichts ergibt einen Sinn. Ich dachte, dieser Ort dient zu unserem Schutz, aber es steckt weit mehr dahinter. Die KI, die hier die Kontrolle hat, Zax, er beantwortet keine Fragen über den Vault oder über die Außenwelt. Er will nur, dass wir Aufseher werden und wiederholt das immer und immer wieder. Aber das ist nicht alles. Nach nur ein paar Monaten hier fühlt es sich an, als sei der Vault irgendwie lebendig. Wir wissen nicht, ob Sex oder jemand anders dahinter steckt, aber wenn wir was aus der Küche nehmen, ist es am nächsten Tag wieder da. Man braucht nur etwas irgendwo hinzulegen, wo es nicht hingehört, und kaum dreht man sich weg, ist es wieder am alten Ort. Keiner weiß, wie das möglich ist. Und gestern hat Terence eine Knarre gefunden. Ich meine, klar, wer weiß schon, was in Zukunft passiert, aber warum war die nicht sicher weggeschlossen? Gibt es hier eine Bedrohung, von der wir nichts wissen? Zax rückt keine Informationen heraus und sagt nur, wir haben Glück, dass wir überhaupt überlebt haben. Aber was? Wurde da draußen alles zerstört? Egal, ich gehe der Sache weiter auf den Grund. Da muss noch mehr dahinter stecken. Und da schreibt sie hier am Eingang rein, die hat einen Zugang zu allen Dingern. Eine große Vorratskiste, oh wie schön. Mit Gewicht sogar, wie viel ich fassen kann. Alles leer. Können wir den Stapler nehmen und damit hier durchheizen? Okay, die Technik funktioniert. Wer
Jetzt kriegen wir es nie wieder auf. Oh, das sind die Dekontaminierungsdinger hier, oder? Oh, da drin ist was zu lesen. Wie geht's da rein? Wie komme ich da rein? Ich bin dafür, dass wir auf dem Rückweg alles mitnehmen. Oh, da drin gibt's auch was zu lesen. Hey, die haben da sogar eine... Oh. Da ist noch eine Leiche drin. Zwei Leichen. Zombies. Motten. Motten im Hintergrund am Fenster. Das könnte aber auch was anderes sein. Ui. Och. Ghule. Oh, das sind aber Mitarbeiter von hier. Ja. Freund oder Feind? Verbrannten. Nein. Mein Versteck ist besser als dein Baum. Oh, hoppla. Kann ich den Bolzen wieder kriegen? Die sind teuer. Nicht gut. Nun, das war eine Schweinerei. Aber gut in der Durchführung. Sehr schön. Das war's. Oh, oh nein. Irgendwas verabreicht uns doch automatisch ein Stimpack. Vielleicht haben wir irgendeinen Skill genommen oder so. Zwei Armbrustbolzen. Wir haben viel mehr verschossen. Da oben ist auch Blut. Hier ist überall. Was geht denn hier ab? Eigentlich ist es total schön hier. Naja, es ist eine Höhle, es ist ein Bunker, es ist ein düsteres Ding irgendwie. Ein namenloser Vault-Bewohner. Der Phoropter! Nur da müssen wir doch gleich mal ausprobieren, ob wir unsere Sehkraft verbessern können mit dem Ding. Und? Geht das nicht? Oh, jetzt kommen wir hier nie wieder runter, oder? Müssen wir nicht irgendwie irgendwas sagen jetzt? Ja, ich will wieder runter. Geht nicht. Müssen wir jetzt so lange hier sitzen bleiben, bis irgendwas gesagt wird? Na los, mach schon. Werden wir gelasert? Werden wir fotografiert? Ist das ein Fernrohr? Können wir damit malen? Ist das so ein, Mosaik-Dingen? Können wir das drehen? Dürfen wir das behalten? Oh mein Gott, Fragen über Fragen. Dürfen wir wieder aufstehen? Es bringt nichts, oder? Scheinbar. Überall Blut hier. Und was ist das hier? Ist Strata ist gar nicht angeschlossen. So ein Betrug. Und das hier? Das ist der... Ah, mit Spritzen. Direkt ins Hirn. Das ist der Matrix-Stuhl. Über Nancys Tod.
Alle Bewohner von Volt 51. Ich weiß, dass gerade eine ziemlich angespannte Stimmung herrscht, doch jetzt ist es wichtiger denn je, unsere Streitigkeiten beiseite zu legen und zusammenzuarbeiten. Nach einer umfassenden Ermittlung ist mir klar geworden, dass meine ursprüngliche Annahme nicht nur naiv, sondern auch falsch war. Nancys Tod war kein Unfall, sondern Mord. Ich weiß nicht, was wer so etwas tun würde, aber man hat Nancy eindeutig erwürgt und sie ist nicht etwa durch den Sturz von der oberen Ebene zu Tode gekommen. Bitte teilt mir alle mit, was ihr wisst, damit wir ihren Mörder seiner gerechten Strafe zuführen können. Ich habe Sex um seine Aufzeichnungen gebeten, doch er hatte keine Informationen. Wir müssen dieses Rätsel also alleine lösen. Ich habe großes Vertrauen in euch alle und sehe euch als meine Familie. Nur wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, können wir jetzt und in der neuen Welt, die uns erwartet, überleben. Vielen Dank, Helen Marx. 15.06.2078. Helen Marx, das Helen war das Passwort von Jill. Reuben hieß der, oder? Eine Bierflasche am Arbeitsplatz, na klar, die wissen, was gut ist. Ein Ort wurde ausgewählt. Ihre Gefühle hinsichtlich des Ergebnisses sind mir egal. Wenn die hier drin waren... Da haben die aber schon ganz schön was gekannt. Hier, ich sehe den wilden Hund, den Ghoul. Ich sehe vielleicht eine Maulwurfsratte. Da könnte ein Supermutant sein. Also ich gucke von unten nach oben, ja. Neben dem Supermutanten könnte eine Blärfliege sein. Und da oben ist der Majolok. Da ist sogar ein Faultier, ein Riesenfaultier mit Pilzen auf dem Rücken. Und ganz oben ist die Bestie, die fliegende. Brandbestie oder sowas. Das ist das Gleiche. Wiedergabe. Aufzeichnung läuft. Kandidaten Helen Marx und Reuben Gill, 3. August 2078. Zax, ist es hier wirklich sicher? Da war dieser ganze Aufruhr und... Oh mein Gott! Bestätige, dieser Raum ist sicher. Alle Kandidaten in diesem Raum sind verstorben. Wow. Carmen. Matthew. Die Chambers. Alle tot. Was ist hier passiert? Spiele Audioprotokoll ab. Also Eifersucht im Spiel. Lass sie in Ruhe! Carmen? Carmen! Nein, nein, oh nein! Wach auf, Schatz! Bitte wach auf! Oh mein Gott, Elizabeth! Was machst du da mit meiner Carmen? Oh, oh, oh. Lass das! Hör mir kurz zu! Das reicht. Ich kann mir das nicht mehr anhören. Helen, brauchst du Hilfe? Mann, was ist hier passiert? Anfrage verarbeitet. Spiele Audioprotokoll ab. Nein, Zax. Das ist nicht möglich.
Dreiecksgeschichte aus dem Ruder gelaufen. Wow. Das hatte ich alles gar nicht auf dem Schirm. Die Chambers schienen das perfekte Paar zu sein. Wenigstens haben wir jetzt mehr zu essen. Das ist nicht witzig, Ruben. Kandidat Ruben Gill hat recht. Die Nahrungsmittelversorgung sollte in Zukunft gesichert sein. Meinen Glückwunsch. Ihr beide seid echt schlimm. Ach, das Ohr abgeschossen. Gestorben. Ich muss hier raus. Jemand muss das sauber machen. Warte, Helen. Es tut mir leid, Helen. Wo sind unsere Bolzen? Schade. Wir haben bald gar keine Bolzen mehr. Treffen wir nicht. Ui, da sind ja noch zwei. Einer. Ich weiß nicht, worauf er schießen soll. So treffen wir nie. Wir müssen warten, bis er sich nicht bewegt. Das ist der Trick dabei. Oh, das war aber ein Meisterschuss. Eigenlob stinkt. Ja, 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 ja. Okay, Waldbewohner hier ist auch gestorben. Na, eine 10 mm für uns und ein paar Patronen. Whisky. Empfangsterminal. Oh, das hier ist kaputt. Na gut, dann schauen wir hier mal rein. Volt 51, Personalübersicht A bis C. Kandidat, hier sind Sie sicher, vor Feuer. Aber wahrscheinlich werden Sie bald erschossen. Die sind ja alle verstorben. Volt 51, Personalübersicht A bis C. Armstrong P. war Zahnarzt, tot. Baker R. zensiert, Status tot. Briggs K. Bildhauer, Status auch verstorben. Burnett S. Barista ist tot. Bush L. Make-up-Artist. Status verstorben. Callahan A. Bibliothekarin. Status verstorben. Chambers Sekretär. Status verstorben. Dann haben wir Chambers J. Senator. Senator auch verstorben. Conley A. Techniker. Status verstorben. Coke A. Arbeiter. Status verstorben. Volt 51, Personalübersicht D bis G. Davila L, Elektroingenieur, alle verstorben. Eaton S, Pianistin, Status verstorben. Fernandes E, Lehrkraft, Status verstorben. Farrell F, Gärtner, Status verstorben. Fields C, Tierarzt, Status verstorben. Hatten die Tiere hier drin? Fleming A, Koch, Status verstorben. Gilbert F, Optiker, Status verstorben. Jill R, Aufseher, Status unbekannt. Ja, den haben wir draußen dann gefunden. Jill Ruben hieß der, oder? Reuben? Reuben? Green C, Sängerin, Status verstorben. Und Volt 51 Personalübersicht H bis M. Hartmann, R. Pilot, Status verstorben. Higgins, A. Anwalt, Status. Na, der hat überlebt. Nein, der ist auch verstorben. Holder, J. Professor, Status verstorben. Hofmann, V. Maler, Status verstorben. Jakobs E.
Auktionator, wofür brauchen die denn sowas hier? Verstorben ist er. Johnston M., Personaltrainer, ratet mal. Genau, der ist verstorben. Larson A., Chemiker, Status, verstorben. Larson S., Gutachter, Status, verstorben. Marks, Chirurg, Status, verstorben. McGurry, J., Verwaltung, Status, verstorben. Minotis, Clown, Status, verstorben. Haben die wirklich einen Clown mal hier reingeholt? Interessant, finde ich gut. Montgomery, Immobilienmaklerin, Status verstorben. Ja, das braucht man dann ja auch, um die Welt wieder aufzubauen. Moss E., Boxer, Status verstorben. Aber Boxer? Naja, zur Unterhaltung vielleicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Was für Experimente die hier gemacht haben. Wir werden es wahrscheinlich dann vielleicht in der nächsten Folge erfahren, wie es dann weitergeht. Erstmal gucken wir noch in dieser Folge, wie es hier weitergeht. Mit der Personalübersicht M bis R. Ngata. K., Kinderarzt, ist tot. Nguyen, Architekt, auch tot. Owens, R., Kellner, Status verstorben. Ramsay, R., Polizeibeamter, auch tot. Reed, E., Akupunkteur, auch verstorben. Rojas, Apotheker, verstorben. Rosé, Schauspieler, verstorben. Shields, Journalistin, verstorben. Steele, Ermittler, auch verstorben. Und Stevens, O., Friseur, verstorben. Stewart E., Buchhalter, verstorben. Okay, dann bliebe nur noch T bis W, der Personalübersicht. Tyler K., Psychiater, verstorben. Vasquez N., Sanitäter, verstorben. Vega I., Metzger, verstorben. Villa R., Mechanikerin, Status verstorben. Ward C., Installateur. Oh, ist auch verstorben. Ware B., Pferdetrainerin. Oh, ja, die hatte aber wirklich nicht allzu viel zu tun hier unten, oder? Pferdetrainerin, Status verstorben. Also da sind einige unglaubliche Berufe dabei, dass die überhaupt reingelassen haben. Welch I., Pflegekraft, Status verstorben. Wilson A., Arbeitslos, Status verstorben. Unglaublich. Wu L., Model, Status verstorben. Ja, okay, zur Unterhaltung so ein bisschen verstehe ich dann ja noch. Pflegefachkraft, nun, wenn es hier keine Alten gegeben hat, ja, für später, dann sowieso braucht man ja irgendwann, oder Pflegebedürftige, der Arbeitslose bestimmt irgendwann und die anderen auch, aber es sind so viele dabei, die doch hier wahrscheinlich gar nicht, ja, die gar keine Aufgabe hier hatten. War das alles? Ja, das ist alles hier. Ja, dann bedanke ich mich damit für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.